So, und jetzt hat es auch mich erwischt. Ich habe eine Bico 4 bekommen und gestern habe ich sie eigentlich schon zu Hause gehabt. Und ich habe mir mal gedacht, wenn ich sie auspacke, dann mit euch zusammen. Und da ist es das gestern einfach nicht mehr ausgegangen. Noch einen kurzen Hinweis zu Meta, also Oculus. Mir ist nämlich passiert, ich wollte gestern Among Us spielen. Habe ich dann auch gemacht mit dem Sascha. Allerdings Brille aufgesetzt, also die Quest 2. Und was ist passiert? Mir ist der Headstrap gerissen. Genau so da herum, wo es den Leuten, den anderen auch allen passiert ist. Chuck riss, Crunch durchgerissen. Habe das jetzt mittlerweile mit einem Superkleber geklebt und ich muss sagen, es haltet derweil. Dann habe ich mir noch gedacht, so, ich schreibe jetzt Meta trotzdem an. Habe auch meine Rechnung gefunden. Habe gesehen, 3 oder 4 Wochen bin ich schon über der Garantie drüber. Aber ich dachte, das ist mir egal, ich probiere es trotzdem einmal die Vorgaben auch. Das heißt, sprich, mein Headstrap, der Elite-Headstrap ist bereits 2 Jahre und 2 Wochen circa alt oder 3 Wochen. Und ich habe einfach durch die Schreibsenden einmal. Ich habe denen geschrieben, dass das kaputt geworden ist, dass ich gehört habe, das passiert öfter. Ja, und nicht einmal eine halbe Stunde später habe ich schon die erste Antwort von Meta gekriegt. Ich soll denen die Kaufrechnung schicken, mein Benutzername, die Seriennummer und die Seriennummer vom Akku-Pack und so weiter und so fort. Ja, und schauen wir mal an, genau heute habe ich schon gekriegt, dass das Headset, also dass mein Headstrap ausgetauscht wird. Also einmal ein großes Lob, einmal zuerst an Meta. Das funktioniert wirklich sehr gut. Keine Ahnung, wie das mit der Pico werden wird. So, und jetzt kommen wir zur Pico. Warum wir eigentlich da sind. So, also ich habe sie bekommen, gestern zugestellt und extra für euch nicht ausgepackt. Das heißt, wir machen das jetzt gemeinsam, schauen uns das einmal kurz an, wie das ausschaut. Ihr kennt es wahrscheinlich eh schon, die, was es schon gesehen haben, brauchen sie ja nicht mehr anschauen. So, was ich jetzt neugierig bin generell ist, ob das wirklich so stimmt, so wie es zum Beispiel der Sascha zum Beispiel in seinen Videos sagt, dass viele Probleme bei Spielen sind. Das werde ich natürlich alles austesten. Hauptsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die Brille für PC-VR. Das heißt, ich werde weniger autark wahrscheinlich spielen, sondern eher diese jetzt für PC-VR nutzen. Warum? Weil man einfach die viel bessere Auflösung hat. Weil der große Unterschied ist ja zwischen diesen zwei Brillen, also zwischen meiner Quest und zwischen der Pico. Die Quest hat 4K, die hat jetzt 4K Plus. Das heißt, plus ein bisschen mehr, sprich, die hat eine Auflösung von 2860x2860 Pixel pro Auge. Und die Quest ist damit 1832x1920. So, ist jetzt, klingt nicht viel, aber macht er dann doch schon ein bisschen an der Schärfe aus. Sie schafft 90, die Quest schafft 90 Hz. Sehr gut. Gibt es jetzt schon Brüllen, habe ich jetzt gehört, die kommen jetzt aus mit 160 Hz. Wahnsinn. Also, da brauchst du wahrscheinlich schon einen Top-Rechner. Aber ehrlich gesagt, ich sehe das Flackern nicht. Wir haben ja da 1200 Pixel pro Zoll. Und das ist schon relativ hoch, weil die Quest hat nur 770. Und dem das Sichtfeld ist da mit 105 Grad. Das heißt, das FOV, wie weit man rundherum sieht, und auf das bin ich ja schon am meisten gespannt. Ich habe es ja selbst noch nie auf dem Kopf gehabt. So, der große Unterschied ist natürlich jetzt ein 2 Jahre neuer. Diese Brille hier hat jetzt an die neuen Pancake-Linsen. Die sind relativ groß und durch diese neue Linsenvariante hat man da dieses größere Sichtfeld. Wo ich da noch die Fresnel-Linsen habe, sprich, das sind diese Spirallinsen, wo ich mir immer ein bisschen schwer getan habe beim Putzen, weil ich immer Angst gehabt habe oder Angst gehabt habe, dass ich da was zerkratze. Aber muss sagen, immer alles in Ordnung gegangen. Die Pico ist natürlich ein bisschen leichter als die Quest. Liegt aber daran, dass das jetzt der Originalstrap ist. Stimmt gar nicht, Blödsinn. Also auch serienmäßig ist halt die Pico leichter als wie die Quest. So, geben tut es die Pico mit 128 und 256 GB, sprich 429 und 499 Euro. Die Quest ist jetzt, glaube ich, 450, die 128, 550, die 256 GB. Für mich als Österreicher kein Problem. Ich gehe auf die Meta-Seiten, sage, ich bin Österreicher und die kannst du sofort bestellen. Ich weiß, in Deutschland ist es leider noch immer das gleiche Problem, dass es nicht funktioniert, dass man es nicht bestellen kann. So, der letzte Punkt, der vielleicht jetzt noch interessant ist. Hauptspeicher 8 GB, Hauptspeicher 6 GB. Ob man da jetzt den Unterschied, ob man das wirklich sehen wird oder nicht, das sehen wir dann in den Videos. Weil mein nächstes Spielevideo ist Among Us, was wir gestern mit dem Sascha eben gespielt haben. Und es wird sehr lustig. So, dann gehen wir es wirklich an. Auspacken.
Schauen wir mal, wo ich da so ansetze, dass wir noch nichts kaputt machen, weil ich sammle Schachteln. Das heißt, bei mir werden die Schachteln alle aufbehalten. Das heißt, ich schmeiße eigentlich nichts weg. Ich habe die Schachtel von der Quest noch in meinem Keller. Ich habe die Schachtel von Grafikkarten, Fernsehen. Ich sammle eigentlich wirklich alles. So. 15 Minutes later. So, schauen wir mal. Ich darf nämlich nichts auf den Boden verlieren, weil wir haben nämlich eine sehr plastikfressende Katze. Die liegt eh da hinten oben. In der Hütte drin ist die das Plastik frisst. So, weil sonst schaut das schlecht aus für unsere Katze. So, dann geht's weiter. Ist gleich wie bei der Quest, so wie es ausschaut. Ganz normal zum Rausziehen. So, das Cover, die Spieleabdeckung tun wir mal weg. Und dann geht's weiter. Ein kleiner Deckel. Ja, ich glaube genau verkehrt rum. Genau, da steht nämlich Biko drauf. So. Juhu! So, wir machen das Ganze einmal auf. Aha, okay. Die ist so echt gräulich. Schaut schon einmal jetzt. Erster Eindruck. Okay. Dann schauen wir in der Schachtel drinnen. Ist noch eine Schachtel. Schauen, ob die überhaupt rausgeht. Wohl, die geht raus. Da kann ich aber das auch schon wegtun, weil da ist nichts mehr drin. So, und zwar, wir haben hier noch eine kleine Schachtel. In dieser befindet sich, ich hätte gesagt, eine kurze Bedienungsanleitung. Braucht kein Mensch. So, dann vermutlich entweder ein zusätzliches oder ein eigenes Nasenstrap. Dann hätten wir noch darinnen einen Brillenabstandhalter, den kann ich aber gleich da drinnen lassen, weil als Nicht-Brillenträger werde ich es nicht brauchen. Dann natürlich die wichtigsten zwei Sachen noch, ein Ladekabel und das Ladegerät. Schaut eigentlich fast gleich aus wie das von Oculus. Sehr ähnlich mit USB-C Direktanschluss. Und da haben wir noch was drinnen. Schauen wir da noch eine. Und zwar sind da, okay, die Handschlaufen für die Controller. Die tun wir aber außer, weil die werde ich sicher trotzdem montieren. Weil ich habe ja auch von der Firma Les Mills schon einen kostenlosen Zugang für das Body Combat bekommen. Und das möchte ich auf jeden Fall dann spielen. So, dann der gute Rest vom Schützenfest. Boah, also das ist wirklich sehr leicht. Wahnsinn. Das ist ja wirklich, boah. Mein Gott, dort habe ich jetzt das Akku-Pack auch noch drauf. Aber es ist schon extrem. Boah, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die irgendwie optisch sehr groß ausschauen. Okay. So, damit auch das fertig. Weg damit, wir brauchen Platz. So, jetzt hätten wir hier die Biko mit den Controllern. So, die schauen wir das jetzt einfach mal an. Oh, es ist aber echt, es ist, boah, schwer. Also ich würde sagen, die haben richtiger Gewicht. Tasten sind cool, alles okay. Die mittleren Tasten, da sind noch zwei, das werde ich später sagen. Ah, da jetzt kann man ein Foto machen, okay. Eine Fototaste. Und eine Menütaste zusätzlich zu diesen zwei Tasten. Und was jetzt wirklich der Vorteil ist, bei diesen Controllern, ich kann die Hände ganz zusammentun. Ich habe nämlich wirklich bei Into the Radius, wo man die Waffen nehmen muss, nachladen muss, das Problem gehabt mit der Oculus, mit den zwei Runden. Ich bin jedes Mal zusammengestoßen und habe nicht oben repetieren können. Also das geht jetzt da tadellos. Also ich habe da wirklich genug Platz. So. Da muss ich eben noch schauen, für was das wirklich gut ist. Dann schauen wir, was da noch irgendwo oben klebt. Da biegt noch was. Da biegt noch was am Finger. Da herunten auch. Und dann, wie gesagt, also hauptsächlich werde ich dann heute schon beginnen, die
die PC-VR-Spiele zu spielen, weil das ist eigentlich mein Hauptziel mit der Pico, weil eben einfach die Bildqualität viel besser ist und weil der PC-VR einfach gut ausschaut. Also ich glaube nämlich nicht, dass die Spiele, die es momentan für die Quest gibt oder die es da für die Brille direkt gibt, dass die irgendwie auch besser ausschauen oder so mit der Pico. Also es wird vielleicht von der Bildqualität her schöner sein, aber es wird wahrscheinlich nicht besser sein von der Auflösung her, weil sie ja portiert sind. Das heißt, die Spiele, die was da drauf sind, die werden nur für die Pico portiert. Und scheinbar gibt es ja da laut ein paar Testern Probleme, dass die dann einfach nicht so gut ausschauen, als wie zumindest ausschauen schon gleich, aber das Problem haben, dass sie nicht richtig funktionieren. Das heißt, die Controller etc., das funktioniert dann nicht richtig, weil scheinbar noch softwareseitig irgendwelche Fehler bei den Spielen sind oder haben sie die einfach eins zu eins portiert und haben vergessen, das auf die Pico wirklich anzupassen. Weil es funktioniert scheinbar gewisse Sachen nicht, dass man gewisse Steuerungen noch nicht, wenn man draufschlagt irgendwo oder am Ball schlagt, dass das einfach nicht funktioniert, dass das nicht richtig hinhaut. So, aber ich hätte gesagt, bis auf die Innenlinsen, die Abdeckungen, haben wir schon alles herunten. Und jetzt kommt der erste Mal. Ich setze das erste Mal die Brille auf. Wie sagt der Malcolm, setz die Brille auf. So, neugierig. So, okay. Okay, okay. Okay, wie fühlt sich's an? Auf jeden Fall nicht so angenehm wie mit der Quest, das kann ich schon einmal jetzt sagen. Ich habe sie noch nicht eingeschalten. So, jetzt werden wir dieses Nasenbett. Schauen, ob wir das da unten noch irgendwo reinkriegen. Das werden wir dann anschauen, wie das reingehört. So, wir machen jetzt einfach einmal ein Schaltdicht ein. Und einrichten werde ich sie dann danach. So. So, also Pico steht schon einmal da. Wie gesagt, das Druck da auf dem, ich würde sagen, im Gesicht ein bisschen mehr. Also die Quest ist da viel weicher, sage ich jetzt einmal. Sehr viel weicher. Ich bin jetzt einfach nur mal aufs erste Bild gespannt. Okay. So. Jetzt muss ich nur noch meinen Augenabstand einstellen, weil der passt ja überhaupt nicht. So, also was kann ich jetzt sagen? Die Farben sind schön. Es schaut relativ cool aus. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass ich sage, momentan zumindest, boah, kauft euch die Pico, die ist viel besser wie die Quest. Also das könnte ich noch nicht sagen. Aber gut. So, also ich werde sie jetzt mal einrichten und dann bin ich wieder bei euch. 15 minutes later. So, also Software-Update der Brille, Software-Update der Controller, alles beendet. So, was kann ich jetzt gleich sagen? Also das FOV ist definitiv größer, man sieht mehr. Aber es ist jetzt nicht so extrem, dass ich sage, boah, ihr müsst sofort von der Quest auf die Pico umsteigen. Nein, das ist jetzt auf keinen Fall. Ja, also das passt einmal. Was mir schlecht aufgefallen ist bis jetzt, dass es mir irrsinnig in die Augen bläst. Das heißt, ein Ventilator läuft da drinnen, den hört man, den spürt man. Und man spürt richtig in die Augen seinen leichten Windzug. Es ist auch früher einmal kurz relativ warm geworden in der Brille. Es war noch ein Software-Update, vielleicht war das ein bisschen mehr fordernd. So, dann schauen wir mal. Im Gegensatz zur Quest schaut es dir da sehr ähnlich aus. Ich kann das da verstirben. Schauen wir ganz kurz auf die Schnelle noch durch, bevor wir den ersten Schritt haben. Wir haben Controller, rechts, links, Akkuverbrauch, Brille, 42%. Hat jetzt natürlich mehr gekostet, weil ich relativ viel verbraucht habe. So, Screenshot. Bildschirmaufzeichnungen, um alles aufzunehmen, eben Screencast, habe ich jetzt gerade aktiviert, allerdings über einen Browser. Ich mache es normalerweise über einen Chromecast, aber den hat er mir noch nicht gefunden. So, dann kann man natürlich wieder ganz normal den Spielbereich umändern und sozusagen wieder umschalten auf Pass-Through. Das schaut allerdings cool aus, weil es in Farbe ist. So, dann haben wir WLAN. Helligkeit, Lautstärke, Bluetooth, Speicherplatz freimachen, IPD-Anpassung, Shortcuts bearbeiten, dann normal, so wie beim Oculus Store, den normalen Browser, der allerdings ein bisschen zuckt, muss ich sagen. Es zuckt ein bisschen, es ruckelt leicht. Okay. Ja, es ruckelt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber es ruckelt definitiv. Okay, dann haben wir
eben ganz normal den Store mit den Spielen. Das werden wir uns jetzt als nächstes dann anschauen. Ich habe nämlich schon von Entwicklern des Mills Body Combat bekommen. Das mache ich dann als erstes auf der Pico wahrscheinlich autark testen. Und den Virtual Desktop muss ich mir jetzt da noch schnell kaufen. So, dann haben wir Store, dann haben wir Freunde, dann haben wir Dateimanager. Finde ich relativ cool. Da hat man nämlich dann die Videos drinnen, die man aufgenommen hat. Und was gut funktioniert, was ich glaube ich auf der Quest jetzt nicht gleich funktioniert hat, jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ist da, dass ich da direkt auf meine Netzwerkfestplatten komme, wo ich zum Beispiel Filme habe, die ich da abspielen kann. So, da gehen wir auch am Weg. Was haben wir da noch? Dann haben wir noch Erkunden. Erkunden ist im Prinzip gesehen auch noch einmal ein bisschen ein Art Store. So, Videos. Okay, da schaue ich mir alles in Ruhe an. Das ist jetzt auch alles zwar nicht so wichtig. 96 für die Curious Pets of the Stolen Bed. Das kommt mir billig vor. So, dann Datei, Bibliothek, was man eben schon für Sachen hat. Dateimanager, Benutzercenter, wo man sich ändern kann. Dann gibt es das Fitness, da muss ich erst selber erst schauen. Da schauen wir später an. Freunde, Pico-Video, Streaming-Assistent. Eben hat noch nicht funktioniert. Jetzt gerade bläst die Brille zum Beispiel wieder Vollgas mir ins Auge. Dann haben wir noch Szenenverwaltung. Was gibt es denn da Schönes? Virtuelle Umgebung. Also wer schon eine Quest hat, der wird sich leicht tun. Es ist total ähnlich, hätte ich gesagt. Es ist wirklich ähnlich. Man kann sein WLAN aussuchen, die Controller extra anstellen, Bluetooth aktivieren. Da Realtek, also ich kann jetzt mit gewissen Sachen mich verbinden. IPD-Anpassung, Augenschutz, weil da wird nur die Farbe geändert. Ich habe jetzt auf 90 Hertz umgestellt. Den Schnelldurchsichtmodus tippen Sie jetzt einmal recht auf das Headset. Hat bei mir jetzt vorher nicht funktioniert, die muss man das dann nochmal in Ruhe anschauen. So, und allgemein Systemversion, ja, alles klar. Also, das war's. Eben den Rest macht man ganz normal über sein Pico-App am Handy. Dann haben wir noch irgendwo haben wir noch die normalen Einstellungen. Das waren da. Ah, da ist aber eh nicht mehr. Okay, das war's eh. Allgemein. Okay, also mehr Einstellungen gibt es eigentlich eh nicht. Und der Rest ist ja eigentlich gleich. Also der, was von euch schon eine Quest hat, der kennt das Menü eigentlich eh. Es schaut ziemlich sehr ähnlich aus. Wie gesagt, das FOV ist ein bisschen besser, aber es ist momentan jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das ist ganz anders. Es schaut auch gut aus. Von der Schärfe her hätte ich auch fast gesagt, es schaut sehr ähnlich aus. Und wenn ich die Brille so ganz leicht minimal bewege, jetzt habe ich rechts einen Rahmen drin, links einen Rahmen drin, also da sehe ich dann immer so einen komischen Rahmen. So, die Kaffeemaschine schaltet sich auch ab. Ja, gut, also ich habe gesagt, das war mein erster Eindruck der Pico 4. Jetzt muss ich mir mal schauen, Virtual Desktop zu installieren. Dann werden wir mal das alles versuchen, damit ich dann da einmal eine Runde spielen kann. Weil so, jetzt habe ich den Text vergessen. Over one month later. So, dann bin ich jetzt wieder zurück zu einem kleinen Fazit. Ich habe jetzt hinten gerade Virtual Desktop, Entschuldigung, installiert. Habe da jetzt Barbarian laufen. Ich muss ganz ehrlich so sagen, wenn ich mich jetzt bewege, ist okay. Ist über Browser Streaming. Es funktioniert nämlich mein Miracast, also mein Chromecast Ultra funktioniert mit der Pico nämlich scheinbar nicht. Muss ich jetzt den Hersteller mal fragen. Weil mit der Quest kann ich ohne Probleme mit dem Chromecast Ultra verbinden. Und habe natürlich damit Top-Bildqualität. Gut, bei PC VR ist es wurscht. Aber wenn ich natürlich jetzt an eine normalen Spiele, also eine autarken streamen will, dann wäre natürlich super, wenn es da mit meinem Chromecast Ultra geht, weil der ist nämlich wirklich mehr oder weniger fast verzögerungsfrei. Die Qualität selber schaut super aus. Der Ton ist sehr gut, muss ich sagen. Also der Ton ist wirklich gut. Ja, und jetzt muss ich noch schauen, dass ich alle möglichen Sachen an Zubehör kriege, weil ich hätte nämlich gerne vorne was da für diesen Schaumstoff haben, damit man da halt nicht alles anschwitzt und so weiter und so fort, gell? Dass man da wirklich was dazu kaufen, muss ich mal kurz bei Amazon schauen, ob es da was gibt oder ob es von Pico schon was gibt, dann kaufen wir und bestellen wir das gleich dazu. Ja, gut, das war eigentlich jetzt mein erstes Fazit von der Pico 4. Also super, gutes Headset, aber es hat halt seine markanten Fehler, eben das Gebläse, man hört es wirklich stark, mir bläst das direkt überhaupt da beim rechten Auge, da spürt man richtig, wie der Windzug aufkommt. Ja,
Gut, die Controller sind super, also mit den Controller kann ich sehr gut umgehen. Die finde ich total toll. Da bin ich gerade im Spiel. Also die Controller finde ich sehr gut. Wie gesagt, wir spielen jetzt einmal dann eine Runde Among Us. Habe ich gestern mit dem Sascha einmal gespielt. Passt. Tschüss, euer Uwe. Auf in das erste Spiel mit der Pico 4.